das Dusselchen hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Ich habe gerade noch gespeichert, das hat man gesehen. Ja, geil, ne? AP Plus gefunden, sehr schön. Und ein wildes Pokémon, nicht sehr schön. Hallo Zebritz. Guck mal, das ist ein WhatsApp. Es nennt sich Chrisherzchen. Und jetzt fliehe ich. Fick dich, ich habe gesagt, ich fliehe. Halt die Klappe. Geh sterben. Willst du mich echt verarschen? Hallo. Oh, ratet mal, wer jetzt zurück zum Pokémon Center rennt. Ich mein's ernst. So, meinst du. Ey, fick dich mal. Flieg in dein Loch. Guck mal, WhatsApp, das ist ein Navitaub. Das hast du hier, das will ich töten. Fick dich, Navitaub, fick dich. Guck mal hier, ein Elektronetz. Das hat dich umgebracht. Entschuldigung. God damn it. Nee, sowas macht mich gleich am Anfang wieder so. Da, friss. Superklasse. Ja, Klappe. So, wo geht's hier lang? So, da drüben ist noch ein Item. Hier ist ein Häuschen. Das ist für vom Fernseher. Da steht eher, der Pokémon, dieser Schöpfer, was ist ein Häuschen? Leck mich. Doch mal. Wenigstens beim Kochen ist sie still. Da habe ich endlich etwas Ruhe. Ich muss das Gemüse lang kochen, damit die Suppe schön kräftig wird. Hör doch vom Kochen zu reden. Ich habe doch nicht gefrühstückt, gell? Bei Oma gibt es immer nur Gemüse. Tja, passiert, ne? Wer? Ach so. Dussel nimmt den Anruf an. Hallo Dussel, ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so? Ach, froh zu sehen, bist du gerade unterwegs? Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Und sie, was du nie so weit gekommen bist, alles deinen Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch dementsprechend. Hoppla, das kam gerade etwas streng rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich leg dir mal auf. Das war einer der unnötigsten Anrufe, die ich je gekriegt habe. Das ist dunkles Hoosgras. Scheiße. Cool. Yay, Quatschere. Super. Nein, Trainer. Ein Duell auf dem Holzbalken, wenn das mal nicht cool ist. Oh ja, sehr cool sogar. Anders schon von Kaspar Rumborak. Emolga wird von Kaspar Rumborak in den Kampf geschickt. Hallo, ne? Guck mal, das ist Chris. Herzchen. Aber was kann ich hier gegen dich ausrichten? Also darf Serpi dran. Los, Serpi, lass mal ran. Das dachte ich mir. Oh, das hat mal weh getan. So, Serpi, benutzt mal die Laubklinge. Einfach nur, weil du es kannst. Yay, nicht effektiv. Egal, passt schon. Oh, das haut echt rein. Das haut wirklich echt hart rein. Das ist nicht sehr effektiv. Im Morga wurde besiegt. Serpi hat Erfahrungspunkte. Chris hat Erfahrungspunkte. Pokémon wechseln. Guck mal, das ist ein Chris. Das soll endlich mal ein Voltula werden, aber das dafür dauert das noch ein bisschen zu arg lang. Oh Gott. Hallo, ne? Guck mal, das ist ein Elektronetz. Das ist mir relativ egal. Initiative sind. Das tut mir aber leid. Guck mal, das ist ein Elektronetz. Oh,
du bist tot. Das tut mir aber leid. Nicht. Krasse Erfahrung. Wow. Krasse Erfahrungspunkte. Yay. Ja. Scheiße. Da. Ja, cool. So, was gibt's hier? Außer einem Trainer? Na? Komm her, bevor ich runterfall. Ach, wie ein Holzbalken, doch lieber. Allein das Balancier darauf macht mir so viel Spaß, dass ich immer wiederkomme. Das ist schön. Ich glaube, ich bin verschnupft. Oh, ein bisschen arg. Und noch schon von Kaspar Lorenz. Zabladin. Oh, das ist so niedlich. Guck mal. Das ist klein. Yay. Guck mal, das ist eine Ampelleuchte. Kabunsch. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Picolente. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Das ist perfekt. Das ist ein Flugwasser-Pokémon. Das ist vielfach effektiv mit meinem Elektronetz. Das ist sehr schön. Warum könnte es nicht immer so laufen? Das ist sehr schön. So. 666. Ja, böse. Oh, ein Navitop. Genauso gut. Irgendwie doch besser, weil es eigentlich mehr XP bringt. Aber ich krieg's nicht One-Hit-Down. Also nicht ganz so gut eigentlich. Was darf man anfangen? Wie böse ist das denn? Ich benutze den Scanner. Nein, jetzt benutze ich mein Elektronetz. Ja. Oh, doch One-Hit. Sehr gut. Das gibt Erfahrungspunkte. Yay, Level 35. Es geht voran. Ich glaub's kaum, Leute. Ich habe zwar verloren, aber deswegen bleibe ich hier oben bestimmt nicht stehen. Ah ja. Okay. Ups, scheiße. Verdammt, das kann jetzt ein bisschen nervig werden. Hallo, Sesu-Kids. Ja, guck mal, das ist Chris. Das liebt dich nicht, weil du hässlich bist. Flucht, du bist entkommen. Oh, guck mal, hallo. Vor dir habe ich Angst. Ernsthaft, vor dir habe ich Angst. Chris, guck mal, du fließt jetzt. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Warum kannst du nicht vor diesem behinderten Kackvieh fliehen? Komm, flieh doch mal. Wie ist damit? Komm, flieh mal, flieh mal, flieh mal. Danke. Oh, du hast es geschafft, aus dem Gras rauszukommen. Wendelberg? Ich will hier noch nicht hin, oder? In dieser Richtung Wendelberg. Vorsicht, wilde Pokémon voraus. Ich kann da noch gar nicht rein. Okay. Passt schon. So. Hier hoch. Darüber, darüber, da lang. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Du stehst mir voll fett im Weg. Du denkst wahrscheinlich auch, dass ich dir im Weg stehe, aber passt schon. Warum leckt es gerade so verdammt? Ich wäre glücklich, wenn du meine Pokémon heilst. Der Pokémon, die sieht erschöpft aus. Guck mal hier, ich gönne ihm Ruhe. Yay, danke. So. Dann gehen wir hier hoch. Da ist ein Item versteckt, das ich haben möchte. Yay, Tabeta gefunden! Yay, cool! Und jetzt möchte ich in diesen Turm rein. Die Glocke auf der Turmspitze, es heißt, die Hieronen sehen frohlockten, wenn man sie erklingen lasse. Was hast du zu sagen? Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Die Musik ist episch. Ich kann... Bin ich zu blöd? Ja, ich bin zu blöd. Hui, ich glaube, mir wird schlecht. Ihr wollt kämpfen, oder? Richtig, ihr wollt kämpfen. Ich fühle mich... Ich fühle, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Ich finde das voll witzig, dass die Gräber so aufgestellt sind, dass man gerade so durchgehen kann. Herausforderung von Psycho Erin. Pykraulon? Was ist das?
Aha. Ja. Sehr schön. Okay. Was ist das? Das ist Wankelmut für eine Fähigkeit. Ja, okay, das muss ich mir merken, dass das effektiv ist. Na, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich hätte es generell gegen Psycho-Pokémon. Effektiv, ich weiß es ja nicht. Du bist ein Pflanzen-Pokémon, oder? Okay. Ja, lass mal draußen. Gegen dich geht auch Elektronetz, das weiß ich. Oh, Lichtschild. Nicht gut, nicht gut. Verdammt. Okay. Das habe ich gedacht. Verdammt, was mache ich jetzt? Wie ist das nicht speziell? Oh Gott. Na, das kann ja noch was Hilfe werden. Bitte sei nicht speziell, 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 bitte. Aua, aua, nicht gut gehen, bitte, 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 bitte. Christ, du Lusche! Fick dich! Sorry! Warum habe ich nochmal 30 Beleber gekauft? Ja, super. Guck mal, ich weiß dich jetzt. Yay. Yay. Puh, die Energie verlässt mich wieder. Ja, super. Da ist ja noch einer. Miau, miau, miau. Das heißt, ich will mit dir spielen. Ich will mit dir kämpfen. Ja, was denn nun? Spielen oder kämpfen? Das ist nicht das Gleiche, falls du das nicht verstehst, weißt du? Ein Krieg ist auch kein Spaß. Heike. Ist das ein Sesokitter? Ist das ein kleines Sesokitter? Okay, lass mir das. So. Die Ampelleuchte bitte, Chris. Ey, nein, 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 nein. Danke. Nein, möchte ich nicht. Okay, bitte sei schneller. Und bitte töte es One-Hit. Dankeschön. Und bitte krieg jetzt ein Level up. Wie ist damit? Dankeschön. Danke. Ja, geh sterben. Nanu, Chris Herzchen entwickelt sich. Denn... Dim. Es zersetzt sich und sammelt sich neu. Das sieht total scheiße aus. Ich finde das voll eklig. Es ist so, als wären Pokémon nur Daten, wie bei Digimon. Das ist doch scheiße. So ein Lebewesen. Glückwunsch, denn Chris Hetzen wurde zu einem Voltula. Yay! Ich habe einen Voltula. Ich habe eine Spinne. Eine niedliche Spinne. Da 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 da. Hypertrank. Yay! Okay. Leute. Ich würde sagen. Was hier gibt es wieder? Ist nicht euer Ernst. Ah! Oh, das will ich haben! Oh mein Gott, ich will ein Licht. Oh nein, ist das Lösungs. Oh nein, es geht doch schon wieder los mit dem Level. Ah. Bitte töte es nicht. Bitte nicht. Wow. Okay, ich habe kaum noch Zeit. Das ist irgendwie shit, aber egal. Ja. Wow, es ist verwirrt. Bitte tu dir nicht selber weh. Ich habe Angst, dass mal okay. Nicht so wenig, es passt schon. Okay, okay, Bälle, Bälle, Bälle. Guck mal, willst du auch in einen Heilball?
sind ganz niedlich. Eichwupp, Eichwupp, Eichwupp. Ach Mann. Du sollst die nicht selber töten, Mann. Na mein Gott, nehmen wir halt einen Superball. Ist auch egal. Da. Da ist auch einen anderen Ball. Guck mal hier. Eichwupp. 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 Klasse. Lichtel wurde gefangen. Ich habe ein Lichtel und ich bin schon so lange über der Zeit, verdammt. La 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 la. Ein Dex Poketrag weinen. Es entzündet ein Licht und gibt vor, dem Gegner den Weg zu weisen. Noch ein, sagt, das ist eine Lebensenergie. Ab, boah, bist du gemein. Ich liebe dich. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.